Diese Dinge können passieren, wenn das Universum will, dass du mit jemandem zusammen bist. Wenn Bestimmung auf Bestimmung trifft. Das Universum weiß, was es tut. Wir können uns auf dieses uralte und allumfassende Wissen verlassen. Wer schon immer da war und immer sein wird, hat eine ganze Menge an Weisheit angehäuft, auf die er jederzeit zugreifen kann. Die spirituelle Welt geht davon aus, dass es für jeden Menschen einen Seelenplan gibt. In diesem stehen die Meilensteine des Lebens geschrieben, allerdings nicht zwangsläufig der Weg dorthin. Vieles zwischen diesen erdachten Stationen obliegt unserem freien Willen und unserem menschlichen Bedürfnis nach Kontrolle. Die Menschen, die wir dabei treffen, haben ausnahmslos eine Bestimmung zu erfüllen. Es gibt die Lehrmeister unter ihnen, die Freunde und Wegbegleiter, die Mentoren, Zerstörer und natürlich auch die Liebenden. Wenn dein ganz persönlicher Seelenplan es vorsieht, dass du mit einem bestimmten Menschen zusammen sein sollst, wirst du das an den folgenden 10 Anzeichen erkennen. Nummer 1. Du kannst die Spreu vom Weizen trennen. Wir treffen so viele Menschen im Laufe unseres Lebens. Mit den Jahren lernen wir, wer würdig ist, in unserem inneren Kreis willkommen geheißen zu werden und wer nicht. Je eher du anfängst, dir bei jeder neuen Bekanntschaft die Frage zu stellen, inwiefern dieser Mensch deinem Leben Mehrwert verleihen kann, desto besser. Es gibt nichts Enttäuschenderes, als Jahre damit zu verbringen, auf falsche Freunde zu setzen. Es ist traurig, aber wahr, dass die meisten Leute, die wir treffen, ihre eigene Agenda verfolgen. Wir sind ihnen dafür vielleicht nützlich oder können ihrem Vorhaben sogar auf die Sprünge helfen. Sie fühlen sich umgekehrt uns gegenüber jedoch nicht die Spur verpflichtet. Dein Weg zu jenen Lebensmenschen, die das Schicksal für dich auserkoren hat, führt über unpopuläre Entscheidungen, was dein Umfeld betrifft. Doch das Ergebnis wird sich lohnen. Nummer 2. Träume zeigen dir diesen Menschen. Wir träumen jede Nacht mehrmals. Nicht immer können wir uns am nächsten Tag daran erinnern, doch es geschieht. Wenn du in deinem nächtlichen Kopfkino immer wieder von einem Menschen träumst, der dir seltsam nah und vertraut erscheint, bleib aufmerksam diesen Szenen gegenüber. Manchmal zeigen sich unsere Seelenmenschen im Traum als reale Personen, manchmal als gesichtslose Fremde. Gelegentlich ist es auch nur eine Ahnung, ein wunderschönes Gefühl, dass es diesen einen Menschen tatsächlich gibt, das unsere Träume uns verdeutlichen möchte. Nummer 3. Liebe sendet auf allen Frequenzen. Wenn du ständig nur mehr von Liebesliedern, Liebesfilmen, Liebesromanen und verliebten Pärchen umgeben bist, stehen die Zeichen eindeutig auf Liebe. Solche himmlischen Wegweiser sind ab einer gewissen Häufung ganz bestimmt kein Zufall mehr. Wir müssen die freundlichen Hinweise von ganz oben nur sehen und erkennen. Je mehr Aufmerksamkeit du diesen romantischen Phänomenen zollst, desto mehr davon wirst du anziehen. Irgendwann am Ende dieser Ereigniskette wird dann dein Seelenmensch auf dich warten. Nummer 4. Du weißt genau, was du möchtest. Es hilft im Leben ungemein, zumindest irgendwann an einen Punkt zu gelangen, an dem wir wissen, was wir nicht mehr möchten. Wir haben dann schon ausreichend Lebenserfahrung sammeln dürfen und kennen unsere Bedürfnisse besser denn je. Menschen, die sich auf unsere Kosten nur ein bequemes Leben in dem unseren einrichten wollen, zählen hier ebenso dazu wie sogenannte Partner, die passiv und völlig teilnahmslos an unserer Seite ausharren, ohne sich jemals aktiv am Beziehungsleben beteiligen zu wollen. Wir möchten nicht mehr gegängelt und umerzogen werden wie kleine Kinder, entmündigt oder mit allem allein gelassen. Wer an einem Punkt in seinem Leben angekommen ist, wo die Devise lautet, so oder gar nicht, hat einen bedeutsamen Schritt in Richtung Erfüllung unternommen. Nummer 5. Single zu bleiben wäre okay für dich. Es klingt wie ein Widerspruch in sich, ist aber tatsächlich eine unumstößliche Wahrheit. Wer die große Liebe und seinen Seelenmenschen finden möchte, muss imstande sein, gut und souverän allein klarzukommen.
Wenn du ehrlich und aus tiefster Überzeugung behaupten kannst, den Rest deines Lebens allein deine Bahnen zu ziehen und es wäre in Ordnung für dich, bist du bereit für deine Bestimmung. Warum das so sein muss? Seelenliebe ist eine großartige Sache. Allerdings darf sie nicht missbraucht, ja nicht einmal gebraucht werden. Sie muss gewollt werden und aus freien Stücken im Leben willkommen geheißen. Bedürftigkeit, Not und Verzweiflung hingegen sind keine attraktiven Voraussetzungen dafür. Nummer 6. Engelszahlen überall. Diese himmlischen Botschaften solltest du auf jeden Fall im Auge behalten. Die Magie der Engelszahlen umgibt uns jeden Tag. Autokennzeichen, Uhrzeiten, Preisschilder oder Anzeigetafeln aller Art warten mit diesen kosmischen Zifferngruppierungen auf. 22, 333 oder 1111 sind gute Zeichen direkt von oben, dass du auf dem richtigen Weg bist und sich alles zu deinen Gunsten fügen wird. Nummer 7. Du bist die Ruhe in Person. Wer als Mensch inneren Frieden gefunden hat, den kann nichts mehr erschüttern. Die Welt da draußen, so oberflächlich, laut und selbstzerstörerisch sie auch sein mag, sie kann uns dann nichts mehr anhaben. Wir ziehen unsere Kreise allein und wissen, woran wir sind. Diesen starken Draht zu unserem inneren Selbst zu entdecken und zu würdigen, ist ein Meilenstein auf dem Weg Richtung Erleuchtung. Unser Charakter ist dann gefestigt, unser Mindset klar und fokussiert. Unter diesen Voraussetzungen darf die eine Person dann gerne kommen, die uns vorherbestimmt ist. Sie wird in uns einen Menschen finden, auf den sie vorbehaltlos bauen kann. Nummer 8. Synchronizitäten häufen sich. Was weniger spirituell veranlagte Menschen gern als Zufall abtun, kennt die metaphysische Community unter der Bezeichnung Synchronizität. Wir treffen alte Bekannte wieder, just zu jenem Zeitpunkt, wo wir an sie gedacht haben beispielsweise. Ein Angebot wird uns zuteil, eine einmalige Chance oder wir sehen eine bestimmte Botschaft auf Plakaten oder im Fernsehen immer wieder. Solche Ereignisketten sind Zeichen unserer kosmischen Führer, dass wir uns auf der Zielgeraden hinein in einen neuen Lebensabschnitt befinden. Nummer 9. Ein bestimmter Mensch lässt dich ankommen. Es ist nicht nötig, nach unserem Seelenpartner oder unserer Zwillingsseele zu suchen. Sie wird uns finden und wir werden sie im Bruchteil einer Sekunde erkennen können. Nichts wird sie verscheuchen können. Kein Termin der Welt wird dazwischen kommen. Verpassen können wir dieses schicksalhafte Date übrigens auch nicht. Dieser eine Mensch wird dir keine weichen Knie oder Herzrasen verursachen. Er wird Ruhe und Kraft ausstrahlen. Sein Lächeln wird dir Zuversicht vermitteln und alles an dieser Person sagt, alles wird gut. Wenn ein Mensch sich anfühlt wie ein sicherer Hafen im Sturm, bist du am Ende deiner Reise angelangt. Nummer 10. Ein gutes Gefühl wärmt dich von innen. Manche Menschen sind wie purer Sonnenschein. Sie bringen unsere Laune im Nu auf Vordermann und lassen uns innerlich singen und tanzen. Die Person, mit der wir laut unserem Seelenplan zusammen sein sollen, wird diese Wirkung auf uns haben. Wärme durchflutet uns ständig, wenn wir bloß an sie oder ihn denken. Die Zeit der Kälte ist vorbei. Unser heutiges Fazit: Erfüllen, was geschrieben steht. Unserer Bestimmung entkommen wir nicht. Im Fall unserer Seelenmenschen, der irgendwo da draußen auf uns wartet, ist das ein schönes und durch beruhigendes Gefühl. Sie oder er wurde exklusiv dazu auserwählt, die fehlende Hälfte in unserem Inneren zu ergänzen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist bereit sein und unsere Augen und unser Herz zu öffnen. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.